Ja, Leute, herzlich willkommen bei TVs Hartunterhaltung, aka Pokémon Patron. Ja, heute auf dem Flohmarkt habe ich diese Sachen geschnappt. Endlich haben die Flohmärkte in Hessen wieder offen. Ich sage euch, was ich jetzt dafür bezahlt habe. Ja, wir fangen mal hier mit der Nintendo Wii an. Haben wir dreimal Just Dance, einmal hier so ein Athletic-Spiel, FIFA 14, sehr wichtig. Ja, Wii Sports, die Konsole. Mit dem dazugehörigen Ständer, den Sensor, leider keine Controller dabei. Für das ganze Nintendo Wii habe ich bezahlt 25 Euro. Ich denke, das geht in Ordnung, da hier die Spiele so zwischen 6 und 8 Euro weggehen. Ja, Wii Sports, so 5er, FIFA, Brauernet, das auch für 1, 1, 2 Euro mit FIFA halt, ne? Dann mal hier 8, 16, 24, 30, 32, die Konsole, sagen wir mal 15er, ne? Locker, ja, also 47 Euro allein für das würde ich bekommen. Gewinn von 22 Euro, ja, also Umsatz 22 Euro. Und als nächstes, Wer wird Millionär gekauft für 2 Euro? Ja, vom Jahr 2000. Ich denke mal, dass ich dafür, ja, so 8 Euro noch kriegen kann, ja. Und hier haben wir zweimal King of Queens, eine Staffel Nummer 3, Staffel Nummer 5. Die ganzen Staffel habe ich schon, aber sowas lasse ich auf dem Flohmarkt stehen. Habe bezahlt dafür 2 Euro, also 1 Euro pro Staffel. Und hier haben wir einen Discman. Das gehört zum Formel 1 dazu. Dafür habe ich bezahlt 2 Euro, den Discman plus das Formel 1 habe ich mir dazu geholt. Habe dann gesagt, ja, komm, gib mir noch das Formel 1 dazu, dann zahle ich jetzt 2 Euro. Hier haben wir Harry Potter Kassetten, sind 6 Kassetten. Hab dafür bezahlt 4 Euro. Ich denke mal, das geht in Ordnung. 4 Euro für Harry Potter ist in Ordnung. Das Spiel Tabu. Hab bezahlt dafür 1 Euro. Das ist auch aus dem Jahre 2000 müsste das sein. Ja, 15 bis 17 Euro könnte ich damit rechnen zu verkaufen. Ja, also das 15-fache. Hier haben wir das Harry Potter Buch. Dafür habe ich bezahlt 70 Cent. Die Dame wollte 1 Euro haben, aber ich hatte leider nur noch 70 Cent klein und Rest waren es Fuffis. Und die hat dann gesagt: Ja, komm, komm, 70 Cent, alles gut. Ja, dann habe ich das für 70 Cent mitgenommen. Und die Lego-Tasche von Ninjago habe dafür bezahlt 2 Euro. Ja, für meinen Sohn. Könnte es gebrauchen irgendwann. Und hier die ganzen Figuren. Manche sind echt von 1983, 93, also aus meiner Kindheit auch. Die ganzen Figuren, die Kiste ist voll. Ja, mit kleinen Figuren, noch Dinos und so. Und diesen Film, Yu-Gi-Oh! Videokassette. Die Dame hat 10 Euro haben wollen. Ich habe ihr 10 Euro gegeben und habe dann noch so frech gefragt: Ja, könnten Sie mir noch die Videokassette dazu geben? Das habe ich noch entdeckt und sie sagte: Ja. Fazit. Für das alles, was ihr hier sehen könnt, habe ich bezahlt 46,70 Euro. Allein mit der Wii habe ich das alles hier kostenlos. Ja. Und das ist halt immer mein Ziel, immer ein, zwei Sachen finden und der Rest kostenlos für meine Sammlung oder weiterverkaufen. Zum Beispiel die Yu-Gi-Oh! Videokassette würde ich behalten. Wer wird Millionär würde ich auch noch behalten für meinen Sohn. Und die Tasche behalte ich, die Figuren behalte ich. Was verkauft wird, ist die Wii, Formel 1, King of Queens, Discman, Harry Potter und Tabu. Ja, damit ich wieder mein Geld raus habe. Ne? Die 46 Euro kriege ich ja allein mit der Wii schon raus mit den Spielen. Ja, das war's. Die erste Folge wieder nach Corona von mir. Vielleicht traue ich mich mal irgendwann so Live-Aufnahmen auf dem Flohmarkt zu machen. Werde ich sehen. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Pokémon-Patron. Und ja, ich würde mich freuen für einen positiven Feedback von euch. Und ja, ihr könnt mir auch auf Twitch folgen. Ich werde in naher Zukunft öfters dort mal online sein. Einfach mal Real Talk oder irgendwelche Packs aufmachen. Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Schauen wir mal, was ich da so vorhabe dann, ne? Alles klar, das war's von mir. Vielen Dank fürs Einschalten und gerne könnt ihr einen Kommentar da lassen, einen Daumen hoch.
damit dieses Video auch ein bisschen Reichweite gewinnt. Vielen Dank und ciao.